So, moin moin und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer und Zuhörer, zum YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, zu einer weiteren Lesung in dem Buch von Alexander Hislop, von Babylon nach Rom. Wir befinden uns immer noch im fünften Kapitel, Bräuche und Zeremonien, und in dem Unterteil der Rosenkranz und die Verehrung des Heiligen Herzens. Da habe ich ja letztes Mal in dem Teil des Lesens aufgehört, weil die Stunde erreicht war. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Und ich gehe jetzt eben noch mal einen Paragraphen zurück, ohne Kommentar, um uns da wieder ein bisschen reinzubringen. Am Ende von Seite 174 im PDF, wenn ihr gerne mitlesen möchtet, heute am 10. Juli. Ich sage das Datum mal, wann ich das aufnehme, weil wann ich das als Video hochlade. Das ist eine andere Sache. Mit so vielen Dingen, die ich in Deutsch und in Englisch zu tun habe und die hochgeladen werden müssen, kann das manchmal einen Monat oder sogar länger dauern, nachdem ich das aufnehme, bis das hochgeladen ist als Video. Aber auf jeden Fall, da könnt ihr sicher von sein, das ganze Buch wird vorgelesen, bevor ich mein nächstes Buch, meine nächste Lesung in Deutsch mir vornehme, wo ich auch schon weiß, was das ist. Aber gut, im letzten Paragraphen auf Seite 174 fahren wir dann eben fort. In der römischen Kirche wurde kürzlich eine neue Art der Frömmigkeitsübung weitestgehend eingeführt. Dabei spielen die Perlen eine wichtige Rolle und sie zeigt, welche neuen und zusätzlichen Schritte das Papsttum in Richtung des alten babylonischen Heidentums Tag für Tag beständig macht. Ich meine den Rosenkranz ans Heilige Herz. Es ist nicht allzu lange her, dass die Verehrung des Heiligen Herzens zum ersten Mal eingeführt wurde. Und jetzt ist sie überall die bevorzugte Verehrungsform. Da hatte ich ja letztes Mal bereits einen kleinen Kommentar abgegeben über John Carroll, den ihr ja auch in Herrscher des Bösen vorgestellt bekommen habt. Er war zutiefst ergeben an das Heilige Herz. Ja, wenn ihr das nicht mehr wisst, dann schaut euch den Teil 5 ruhig nochmal an. Und ansonsten folgt ihr eben halt jetzt weiter dieser Lesung. Sie war es auch im alten Babylon, und dies geht aus dem babylonischen System hervor, wie es in Ägypten in Erscheinung trat. Dort wurde ebenfalls ein heiliges Herz verehrt. Das Herz war eines der heiligen Symbole Osiris, als er wiedergeboren worden war und als Harpokrates auftrat, die Kindergottheit. Ja, Bunsen hat ja gesagt, sagte ich letztes Mal, dass der Name Harpokrates auch Horus das Kind bedeutet. In den Armen seiner Mutter Isis. Daher war ihm die Frucht der ägyptischen Perseia wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem menschlichen Herzen besonders heilig. Aus diesem Grund wurde die Kindergottheit häufig mit einem Herz oder der herzförmigen Frucht der Perseia in seiner Hand dargestellt. Der abgebildete Holzschnitt, das kennt ihr aus dem letzten Video, mal sehen, ob ich den hier auch wieder einbaue, stammt aus Pompeji, und folgender Auszug aus John Bells Kritik über die alten Kunstgegenstände in der Bildergalerie in Florenz zeigt jedoch, dass die knabenhafte Gottheit zu alten Zeiten auch andernorts in der gleichen Weise dargestellt worden war. Über eine Statue des Cupido sagt er, es sei ein blonder, pausbäckiger, fleischiger, rundlicher Knabe in schöner und sportlicher Bewegung, der ein Herz zurückwirft. Und so fahren wir dann jetzt in der Lesung fort, wo ich letztes Mal aufgehört hatte. So kommt es, dass der Knabengott als der Gott des Herzens betrachtet wurde, mit anderen Worten als Cupido, beziehungsweise als Gott der Liebe. Um diese Kindergottheit mit seinem Vater, dem gewaltigen Jäger, also Nimrod, gleichzustellen, wurde er mit Pfeil und Bogen ausgestattet, und die Poeten feierten zur Belustigung des weltlichen Volkes diesen sportlichen Knabengott, der mit seinen Pfeilen mit den goldenen Spitzen auf die Herzen der Menschheit zielte. Das Symbol von diesem Cupido kennt ja wohl jeder, der schon mal Valentinstag mit seiner Freundin gefeiert hat, ne? Und wer ist das nicht? Hand aufs Herz. Sein wahrer Charakter jedoch, die obige Aussage zeigt es, und wir haben bereits gesehen, dass die Schlussfolgerung berechtigt ist, war weitaus gewichtiger und von einer ganz anderen Art. Also, sein wahrer Charakter. Er war der Same der Frau. Venus und ihr Sohn Cupido waren dann niemand anderes als die Madonna und das Kind. Betrachtet man das Thema unter diesem Gesichtspunkt, so wird die wahre Kraft und Bedeutung der Worte erkennbar, die Vergil, wieder einmal aus seinem Aeneid, der Venus in den Mund legt, als sie sich an den jugendlichen Cupido wendet. Zitat: Mein Sohn, meine Stärke, dessen mächtige Kraft allein den Donner auf seinem furchtbaren Thron beherrscht, zu dir eilt deine sehr betrübte Mutter, und auf deine Hilfe und deinen Glauben verlässt sie sich. Ende Zitat.
Wir stellten ja bereits fest, dass die Macht und Herrlichkeit der Muttergöttin völlig auf dem angeblich göttlichen Charakter ihres Sohnes basierte. Und wir können erkennen, wie exakt dies zum Ausdruck kommt, wenn der Sohn die Stärke seiner Mutter genannt wird. Dass der Knabengott, dessen Symbol das Herz war, als der Gott der Kindheit anerkannt war, erklärt sehr befriedigend einen der spezifischen Bräuche der Römer. Kenneth sagt in seinem Werk Antiquities, dass die römische Jugend in ihren zarten Jahren einen goldenen Schmuck zu tragen pflegte, der von ihrem Hals herabhing, Bulla genannt, der heilig und herzförmig war. Bulla, genauso genannt wie der Ursprung des Wortes Bulle, die höchste päpstliche schriftliche Verordnung, zum Beispiel die Bulle Unam Sanctam, die inzwischen jedem meiner Zuschauer bekannt sein dürfte, habe ich ja schon oft genug erwähnt. Und dieses Schmuckstück trägt denselben Namen, Bulla, wie der Ursprung des Wortes de Bulle, der höchsten päpstlichen Verordnung. In seinem Werk über Cilicien schreibt Barker, der zugibt, dass die römische Bulla herzförmig war, dass dies überdies normal war, ein Kind bei seiner Geburt nach einer gewissen göttlichen Persönlichkeit zu nennen, die es in seine Obhut nahm, wie man glaubte. Dass aber der Name nicht über die frühe Kindheit hinaus beibehalten wurde, wenn die Bulla aufgegeben wurde. Welcher Gott war dafür so geeignet, dass unter seinen Schutz die römischen Kinder gestellt wurden, wie der Gott unter dem einen oder anderen seiner vielen Damen, dessen ausdrückliches Symbol sie trugen und der in seiner beliebtesten Form als kleines Kind dargestellt wurde, während er auch als der große und mächtige Kriegsgott anerkannt war? Die Verehrung des Heiligen Herzens scheint sich auch bis nach Indien erstreckt zu haben. Dort nämlich wird der Mittlergott Vishnu in einer seiner Formen mit dem Zeichen der Wunde an seinem Fuß, durch die er starb und wegen der jährlich eine solche Wehklage veranstaltet wird, sowie mit einem Herzen dargestellt, das vor seiner Brust hängt, wie wir hier in der eingefügten Abbildung 41 erkennen können. Man mag fragen, wie kam es, dass das Herz zum anerkannten Symbol für das Kind der großen Mutter wurde? Die Antwort lautet, Herz heißt im Chaldäischen Bel, B-E-L. Und nachdem der Götzendienst Einhalt geboten worden war, wurden zunächst beinahe all die wichtigsten Elemente des chaldäischen Systems unter einem Schleier eingeführt und auch weiterhin unter diesem Schleier vor dem Blick der Uneingeweihten verhüllt, als der erste Grund, die Furcht, schon lange nicht mehr bestand. Nun, die Verehrung des Heiligen Herzens war, lediglich unter einem Symbol, die Verehrung des Heiligen Bel, jenes gewaltigen Babylons, der als Märtyrer für den Götzendienst gestorben war, denn Harpokrates oder Horus, der Kindergott, wurde als der wiedergeborene Bel betrachtet. Da hatte ich in einem meiner letzten Videos auch eine Frage zu bekommen, wie man denn jetzt Nimrod und Tammuz verstehen muss. Da habe ich nochmal deutlich gemacht, wie das hier in dem Buch ja immer wieder deutlich beschrieben wird, dass im Grunde, nachdem Nimrod gestorben war, Semiramis behauptete, durch die Sonne empfangen zu haben und dann ein Kind gebar, das sie Tammuz nannte und dieses Kind dann später auch heiratete. Tammuz, der wiedergeborene Sonnengott, also der wiedergeborene Nimrod im Grunde. Um das nochmal eben deutlich zu machen für den Zuschauer oder die Zuschauerin, die da die Frage gestellt hatte in der Kommentarsektion des Videos. Dass dies tatsächlich der Fall war, wird aus folgendem Auszug von Taylor aus einer seiner Anmerkungen über seine Übersetzung der Orpheus-Hymnen ersichtlich. Er schreibt mit Bewunderung, Zitat, »Während Bacchus in einem Spiegel sich selbst betrachtete, wurde er durch die Titanen elendiglich in Stücke gerissen, die, mit dieser Grausamkeit nicht zufrieden, zuerst seine Glieder in Wasser kochten und sie dann im Feuer rösteten. Während sie aber sein so zubereitetes Fleisch kosteten, schleuderte Jupiter, der durch den Dampf gereizt wurde und die Grausamkeit der Tat wahrnahm, seinen Donner auf die Titanen, übergab aber seine Glieder Apollo, dem Bruder des Bacchus, damit sie ordentlich bestattet wurden. Nachdem dies ausgeführt worden war, tauchte Dionysius, also Bacchus, dessen Herz, während er zerfleischt wurde, von Minerva weggeschnappt und aufbewahrt wurde, durch eine Wiedergeburt wieder auf. Und da er in sein vormaliges Leben und seine Rechtschaffenheit voll wieder eingesetzt wurde, machte er anschließend die Anzahl der Götter wieder voll. Also, wenn es nicht so traurig wäre, dass die Heiden solche Dinge glauben und verehren,
dann könnte man doch wirklich in Lachauskrämpfe ausbrechen, ne? Ich muss mich wieder manchmal, wenn ich das erste Mal lese, ganz schön halten oder mir den Bauch ganz schön halten vor Lachen, wenn ich so einen Blödsinn lese. Wenn die Leute in dem heidnischen System sich nur mal ein bisschen besser mit der Bibel beschäftigen würden, dann würden sie sehen, wie lächerlich ihr Glaube und wie wahr und einfach und ehrlich der Glaube in der Bibel ist. Ne, ja? Aber ja, das ist ein frommer Wunsch, den man natürlich immer mal haben darf, dass die Heiden mal endlich die Bibel aufgreifen und lesen und sich selbst bilden. Jedenfalls zeigt dies in auffallender Weise die besondere Heiligkeit des Herzens des Bacchus, sowie die Tatsache, dass die Wiederherstellung seines Herzens eben die Bedeutung hat, die ich ihm zuschreibe, nämlich die Neugeburt oder neue Inkarnation, Nimrods oder Bels. Als nun Bel als Kind wiedergeboren wurde, wurde er ja als eine Inkarnation der Sonne dargestellt. Also das bestätigt ja das, was ich gerade eben als Kommentar über Nimrod und Tammuz gesagt hatte. Zu diesem Zweck wurde das heilige Herz häufig als ein Flammenherz dargestellt, um auf seine Verbindung zur feurigen und brennenden Sonne hinzuweisen. So wird das heilige Herz Roms tatsächlich ein flammendes Herz verehrt, wie man anhand der Rosenkränze sehen kann, die dieser Verehrungsform gewidmet sind. Was nützt es dann noch zu sagen, dass das heilige Herz, welches Rom verehrt, Jesus genannt wird? Denn nicht nur ist die Hingabe an eine gegenständliche Statue gerichtet, also ein Idol, ein Abbild, das man sich nicht machen soll, die von der Verehrung des babylonischen Antichristen übernommen wurde, vielmehr sind auch die jenem Jesus zugeschriebenen Eigenschaften nicht die Eigenschaften des lebendigen und liebenden Heilands, sondern die tatsächlichen Eigenschaften des alten Moloch oder Bel. Jetzt kommen wir zu Abschnitt 5 in Bräuche und Zeremonien, getitelt Lampen und Wachskerzen. Eine weitere Besonderheit des päpstlichen Gottesdienstes ist die Verwendung von Lampen und Wachskerzen. Werden die Madonna und das Kind in einer Nische aufgestellt, so muss vor ihnen eine Lampe brennen. Soll die Messe gefeiert werden, wenn auch im hellen Tageslicht, so müssen Wachskerzen auf dem Altar angezündet werden. Soll eine Prozession gebildet werden, so kann diese nicht vollständig sein, ohne dass angezündete Wachskerzen die schöne Vorführung zieren. Nun, hier muss ich mal eben einwerfen, wenn ich hier bei mir zu Hause mit meinem Hund meinen Spaziergang mache und ich gehe die Straße runter, bevor ich dann links abbiege, um in so ein kleines Feldstück zu kommen, wo ich oftmals die Videos aufnehme, die ihr schon mal gesehen habt. An der Ecke, wo ich da links abbiege, da steht eine Kapelle, ja, ein ganz kleines Gebäude, paar Quadratmeter groß, wo eine Maria-Figur hinter Blumenschmuck und Kerzen steht. Und es gibt tatsächlich Leute, die jeden Tag dahin gehen, die Kerzen anzünden, wenn sie ausgegangen sind, oder aber die alten verbrannten Kerzen wegnehmen und neue Kerzen dahinsetzen und diese wieder anzünden. Also das, was Alexander Hislop hier sagt, kann ich bestätigen, durch aus dem täglichen Leben genau eben diese Dinge mitgemacht zu haben oder täglich mitzumachen. Und ich war von einer Zeit lang auch mal an anderen Stellen in Deutschland, unter anderem in der Gegend von Frankfurt. Und auch da sieht man regelmäßig Kapellen irgendwo am Straßenrand. Und hier in Belgien ist das, also, das ist schon fast ein Auswuchs, was das angenommen hat. Also, das sind ganz schön viele von diesen Kapellen. Die sieht man wirklich überall. Und was mir halt am meisten auffällt, die von mir, da ist halt kein Fenster davor, da sind nur Gitterstäbe davor, dass man da halt nichts draus klaut. Aber hinter diesen Gitterstäben sind dann halt Blumen, Ornamente und Wachskerzen, brennende Wachskerzen. Also das, was Alexander Hislop hier sagt, wohlgemerkt 1850er Jahre, hat noch absolute Bedeutung, selbst in 2016. Nun, die Verwendung dieser Lampen und Wachskerzen, fährt Alexander fort, stammt aus derselben Quelle wie alles andere des päpstlichen Aberglaubens. Das, was dazu führte, dass das Herz als flammendes Herz dargestellt wurde, als es ein Sinnbild der fleischgewordenen Sonne wurde, erforderte auch, dass brennende Lampen und angezündete Kerzen eine Rolle bei der Anbetung dieses Sohnes spielten. Denn gemäß der festgelegten Riten Zoroasters wurde so der Sonnengott angebetet.
Wenn jeder Ägypter in derselben Nacht im Freien vor seinem Haus eine Lampe anzünden musste, dann war dies ein Akt der Huldigung an die Sonne, die ihre Herrlichkeit verschleiert hatte, indem sie sich in eine menschliche Gestalt gehüllt hatte. Wenn die Jezidis von Kurdistan heute einmal im Jahr ihr Fest der brennenden Lampen feiern, so geschieht dies auch zu Ehren von Scheik Schems, der Sonne. Was nun bei diesen hohen Anlässen in großem Maßstab getan wurde, geschah auch in kleinerem Maßstab bei der persönlichen Anbetung ihres Gottes, indem man Lampen und Wachskerzen vor der beliebten Gottheit anzündete. In Babylon herrschte diese Praktik eindeutig vor. Das erfahren wir von dem apokryphen Schreiber des Buches Baruch. Er sagt, Zitat, sie, also die Babylonier, zünden Lichter für ihre Götter an, mehr sogar als für sich selbst, obwohl die Götter nicht eines von ihnen sehen können und ohne Bewusstsein sind, wie die Balken ihrer Häuser. Ende Zitat. Ja, das finde ich doch mal schön gesagt. Diese ganzen Idole, diese ganzen Abbildungen, die man sich macht, die können nämlich gar nichts. Wie in der Bibel bereits steht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Münder und sprechen nicht, sie haben Hände und handeln nicht und sie haben Füße und gehen nicht. Diese ganzen Idole sind gar nichts. Totes Material. Und unser Gott ist der Gott der Lebenden. Und der hat Ohren zum Hören und Augen zum Sehen und ein Mund zum Sprechen und Hände zum Handeln und Füße zum Gehen. Im Gegensatz zu diesen Idolen, die sich die Menschen hier auf der Erde davon machen. Im heidnischen Rom wurde die gleiche Praktik eingehalten. Natürlich. So stoßen wir auf Licinius, den heidnischen Herrscher. Bevor dieser sich auf die Schlacht mit Konstantin, seinem Rivalen, einließ, berief er in einen dichten Wald eine Ratsversammlung seiner Freunde ein und brachte dort seinen Göttern Opfer dar, indem er vor ihnen Wachskerzen anzündete. Gleichzeitig gab er in seiner Rede vor seinen Göttern den Hinweis, dass er sich gezwungen fühlen würde, ihre Verehrung aufzugeben und nicht mehr Wachskerzen zu ihrer Ehre anzuzünden, falls sie ihm nicht den Sieg gegen seinen und ihren Feind Konstantin schenken. Auch in den heidnischen Prozessionen in Rom kamen die Wachskerzen reichlich vor. Dr. Middleton, der sich auf Apuleius als Quelle bezieht, sagt, Zitat, diesen Feierlichkeiten pflegte der höchste Richter häufig in feierlichen Roben beizuwohnen, begleitet von den Priestern in Chorhemden mit Wachskerzen in ihren Händen, die auf einem Festzug die Statuen ihrer Götter trugen, die in ihre besten Gewänder gekleidet waren. Gewöhnlich folgte ihnen der größte Teil der Jugend des Ortes in weißer, leinener Tracht oder in Chorhemden. Sie sangen Hymnen zu Ehren der Götter, dessen Feste sie feierten, und wurden begleitet von Menschen aller Art, die in dieselbe Religion eingeweiht waren, alle mit Fackeln oder Wachskerzen in ihren Händen. Ende Zitat. Dieser Brauch, Lampen und Kerzen bei Tageslicht anzuzünden, war nun so gründlich und ausschließlich heidnisch, dass es christliche Schriftsteller wie zum Beispiel Lactantius im 4. Jahrhundert gibt, die die Absurdität der Praktik aufdecken und die Römer verlachen, Zitat, weil sie für Gott Kerzen anzünden, als ob er im Dunkeln lebte. Ende Zitat. Hätte ein solcher Brauch zu jener Zeit auch nur in geringstem Maße unter den Christen Fuß gefasst, so hätte Lactantius ihn nie als eine dem Heidentum eigene Praktik lächerlich machen können. Was jedoch der christlichen Kirche zu Beginn des 4. Jahrhunderts unbekannt war, begann kurz darauf sich einzuschleichen und ist jetzt eine der ausgeprägtesten Besonderheiten dieser Gemeinschaft, die sich rühmt, die Mutter und Herrin aller Kirchen zu sein, die römisch-katholische Kirche. Während Rom sowohl Lampen als auch Wachskerzen bei seinen heiligen Zeremonien benutzt, ist jedoch eindeutig, dass es letzteren irgendwie eine herausragende Eigenschaft gegenüber allen anderen Lichtern zuschreibt. Bis zur Zeit des Konzils zu Trient betete die Kirche am Vorabend zu Ostern bei der Segnung der Osterkerzen, Zitat, wir wenden uns an dich in deinen Werken in dieser heiligen Osternacht und bringen demütigst dieses Opfer für deine Majestät dar, nämlich ein Feuer, das nicht durch das Fett und Fleisch beschmutzt oder durch unheiliges Öl oder Salbe verunreinigt ist, noch durch irgendein entweihendes Feuer befleckt,
sondern wir bringen dir Gehorsam aus vollkommener Hingabe ein Feuer von verarbeitetem Wachs und Docht, zu Ehren deines Namens angezündet und zum Brennen gebracht. Ende Zitat. Ach doch nicht, geht noch weiter. Dieses so große Geheimnis und das wunderbare Sakrament des Heiligen Abends muss notwendigerweise mit gebührendem und wohlverdientem Lob gerühmt werden. Ende Zitat. Also hier ist der Abfall ja noch schlimmer gemacht, ne? Die Kerzen sind absichtlich von Händen gemacht, anstatt natürliches Fett oder Öl oder Salbe. Der eigenen Hände Arbeit wird hier noch besonders emporgehoben, etwas, was der Gott der Bibel immer schon verabscheute und davor warnte. Wie viel mehr kann man denn noch bewusster gegen das Wort Gottes vorgehen als die Katholiken oder die römisch-katholische Kirche und die Katholiken, die ihr natürlich gehorchen? Wie gesagt, nichts gegen Katholiken. Die meisten, die ich zumindest kenne, sind im Prinzip liebe Menschen. Aber sie sind halt betrogen. Sie glauben eine Religion, die ihnen von Menschen gelehrt wird, anstatt das Wort des einzigen Gottes zu lernen und zu befolgen und ihm zu huldigen. Und der Gott der Bibel, der fragt keine Wachskerzen, der fragt keine Bienenkerzen, der fragt keine Idole, der fragt keine Werke mit den Händen gemacht, um ihn anzubeten. Er fragt nur den Glauben, das Vertrauen, das man in Jesus Christus setzt. Der Glaube alleine errettet und nicht irgendwelche Statuen anzubeten. Dass sich in dem ursprünglichen System des Götzendienstes, von welchem Rom seine Zeremonie übernahm, hinter den Wachskerzen tatsächlich irgendein okkultes Geheimnis verbarg, wie hier erklärt wird, kann man gut glauben, wenn man beobachtet, mit welcher Einmütigkeit die entlegensten Völker darin übereinstimmen, in ihren heiligen Zeremonien Wachskerzen zu verwenden. Bei den Tungusen am Baikalsee in Sibirien heißt es, Zitat, Wachskerzen werden von den Burjaten aufgestellt, Ende Zitat, den Göttern oder Götzen dieses Landes. Auf den Molukken werden Wachskerzen zur Verehrung von Nito bzw. dem Teufel verwendet, den diese Insulaner anbeten. Hurt schreibt hierzu, Zitat, nachdem sich 20 oder 30 Personen versammelt haben, rufen sie Nito an, indem sie eine kleine geweihte Trommel schlagen, während zwei oder mehr aus der Gruppe Wachskerzen anzünden und verschiedene geheimnisvolle Worte aussprechen, die ihn, wie sie meinen, heraufbeschwören können. Ende Zitat. Beim Gottesdienst auf Sri Lanka sind die verwendeten Wachskerzen ein unerlässliches Requisit. Auf Sri Lanka, so fährt derselbe Autor fort, den wir gerade eben schon gelesen hatten, also Hurt in diesem Fall, errichten einige Verehrer, die keine Priester sind, für sich Kapellen. Doch sind sie verpflichtet, in jeder von ihnen eine Buddha-Statue aufzustellen und vor ihr Kerzen oder Wachskerzen anzuzünden und sie mit Blumen zu schmücken. Ende Zitat. Eine so allgemein verbreitete Praktik muss aus irgendeiner urzeitlichen Quelle stammen und es musste ursprünglich eine mystische Grundlage dahinter stecken. Ja, wir hatten ja jetzt gerade gelesen, eine Buddha-Statue aufzustellen in diesen privaten, was weiß ich eben, weil sie keine Priester sind, Kapellen, eine Buddha-Statue aufzustellen, vor ihr Kerzen, Wachskerzen anzuzünden und sie mit Blumen zu schmücken. Das ist doch genau das Gleiche, was ich gerade eben gesagt hatte von diesen Kapellen, die ja überall in Belgien stehen, mit der sogenannten Jungfrau Maria, der Himmelsgöttin, wie wir sie natürlich kennen, Semiramis darin, mit Blumen geschmückt und Ornamenten geschmückt und mit Wachskerzen, brennenden Wachskerzen dabei. Exakt dasselbe. Woher kommt denn dann wohl dieser Glaube auf Sri Lanka oder eben auch in anderen Plätzen, ob die jetzt hier genannt werden oder nicht? Es hat alles seinen selben Ursprung und daran kann man es erkennen. Es kommt überall auf der ganzen Welt vor und deswegen ist der Ursprung auch derselbe. Und der Ursprung ist Babylon. Kann man doch gar nicht oft genug den Leuten probieren, deutlich zu machen. Es hat alles seinen Ursprung in Babylon, was diese falschen Religionen auf dieser Erde angeht.
In der Tat war es die Wachskerze, wie so viele andere Dinge, die wir bereits besprochen haben, eine Hieroglyphe und diente dazu, den babylonischen Gott in einer der wesentlichen Eigenschaften des großen Mittlers zu zeigen. Der Leser klassischer Literatur erinnert sich vielleicht, dass einer der Götter der Antike Uranos hieß. Das ist der Erleuchter. In eben dieser Eigenschaft wurde Nimrod verehrt, als er zum Gott erhoben wurde. Als Sonnengott wurde er nicht nur als Erleuchter der gegenständlichen Welt angesehen, sondern auch als Erleuchter der Seelen der Menschen, da er als der anerkannt war, der Güte und Wahrheit offenbart. Aus dem Alten Testament geht nicht weniger klar als aus dem Neuen hervor, dass der eigentliche und persönliche Name unseres Herrn Jesus Christus Wort Gottes ist, welches das Herz und den Ratschlag der Gottheit offenbart. Um nun den Sonnengott mit dem großen Offenbarer der Gottheit gleichzustellen, wenn auch unter dem Namen Mithras, wurde er in der Bildhauerei als Löwe gezeigt. Da blende ich jetzt hier in das Video die Abbildung 42 ein. Dieser Löwe hatte eine Biene zwischen seinen Lippen. Die Biene zwischen den Lippen des Sonnengottes sollte ihn als das Wort zeigen. Denn Dabar, der Ausdruck, der im Chaldäischen Biene bedeutet, heißt auch Wort. Und die Position dieser Biene im Maul lässt keinen Zweifel über die Vorstellung bestehen, die vermittelt werden sollte. Sie sollte den Glauben einschärfen, dass Mithras, der als Mesites, der Mittler, verehrt wurde, so Plutarch, in seiner Eigenschaft als Uranos, der Erleuchter, niemand anderes war als jener Wunderbare, von dem der Evangelist Johannes sagt, Zitat, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Ende Zitat. Der Herr Jesus Christus war der Offenbarer der Gottheit und muss als solcher den Patriarchen bekannt gewesen sein. Denn derselbe Evangelist sagt, Zitat, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ende Zitat. Das heißt, offenbart. Bevor der Erlöser kam, sprachen die alten Juden allgemein von dem Messias, dem Sohn Gottes, unter dem Namen Dabar, Wort. Das geht aus dem hervor, was im dritten Kapitel des ersten Buches Samuel gesagt wird. Im ersten Vers dieses Kapitels steht, Zitat, das Wort des Herrn war selten an jenen Tagen, sein Gesicht war nicht häufig. Und in der Schlachter 1951 heißt das, zu jener Zeit war das Wort des Herrn teuer, es brach sich keine Offenbarung Bahn. Also mit anderen Worten, es gab keine Offenbarung, es gab keine Vision mehr, wie es weitergeht in vielen Dingen. Das heißt, dass der Herr sich infolge der Sünde Elis ihm lange nicht in Visionen geoffenbart hatte, wie er sich den Propheten offenbarte. Als der Herr Samuel berufen hatte, wurde diese Vision des Gottes Israel wieder eingesetzt, wenn auch nicht für Eli. Denn im letzten Vers steht, also in Vers 21 des ersten Buches Samuel, und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Ende Zitat. Obwohl der Herr zu Samuel sprach, deutet diese Ausdrucksweise mehr als Rede an, denn es heißt, der Herr erschien, das heißt, er wurde gesehen. Wenn der Herr sich Samuel offenbarte oder von ihm gesehen wurde, dann geschah dies durch Dabar, das Wort des Herrn. Damit das Wort des Herrn sichtbar war, musste es das persönliche Wort Gottes sein, also Christus. Dies war offensichtlich ein früher Name, unter dem er bekannt war. Und daher ist es nicht erstaunlich, dass Plato die zweite Person seiner Gottheit das Logos nannte, was nur eine Übersetzung von Dabar oder das Wort war. Logos heißt Wort im Griechischen. Nun wurde das Licht der Wachskerze, das Licht von Dabar, der Biene, als Ersatz für das Licht von Dabar, dem Wort, eingeführt. So wendeten sich die Abgefallenen von dem wahren Licht ab und führten an seiner Stelle einen Schatten ein. Dass dies wirklich der Fall war, ist eindeutig, denn Crabbe sagt über Saturn, Zitat,
Auf seinen Altären wurden angezündete Wachskerzen aufgestellt, denn durch Saturn wurden die Menschen von der Dunkelheit des Irrtums zu dem Licht der Wahrheit zurückgeführt. Ende Zitat. Im asiatischen Griechenland war der babylonische Gott als das lebensspendende Wort bekannt, denn dort nahm die Biene eine Stellung ein, aus der klar hervorgeht, dass sie ein Symbol für den großen Offenbarer war. Müller erwähnt die Symbole, die mit der Verehrung der ephesischen Diana in Zusammenhang stehen. Zitat: Ihr unveränderliches Symbol ist die Biene, die sonst Diana nicht zugeordnet wird. Der Hauptpriester selbst wurde Essen, Königsbiene, genannt. Ende Zitat. Der Charakter des Hauptpriesters zeigt den Charakter des Gottes, den er repräsentiert. Die Gottheit, die mit Diana, der turmtragenden Göttin, den Tempel teilte, war natürlich die gleiche Gottheit, die ausnahmslos die babylonische Göttin begleitete. Und dieser Titel des Priesters zeigt, dass die Biene, die auf ihren Medaillen zu sehen war, nur ein anderes Symbol für ihr Kind war, das den Samen der Frau in seiner vorgeblichen Eigenschaft als Dabar, das Wort, das die Seelen der Menschen erleuchtete. Dafür, dass dies genau das Geheimnis ist, das sich hinter den brennenden Wachskerzen auf den Altären des Papsttums verbirgt, findet man sehr beachtliche Beweise in seinen eigenen Formelbüchern, denn genau an der Stelle, an der von dem Geheimnis der Wachskerze gesprochen wird, erwähnt Rom die Biene, durch die das Wachs hergestellt wird. Zitat: Insofern, als wir uns herrlich wundern, wenn wir den ersten Anfang dieser Substanz betrachten, nämlich der Wachskerzen, müssen wir notwendigerweise die Bienen rühmen, denn sie sammeln die Blüten mit ihren Füßen, und doch werden die Blüten dadurch nicht beschädigt. Sie gebären keine Jungen, sondern entbinden ihre jungen Schwärme durch ihre Münder, so wie Christus als wundervolles Vorbild aus seines Vaters Mund hervorgekommen ist. Ende Zitat. Nun gehen wir hier in eine kleine Fußnote, die Alexander beschreibt, hier rein, um da ein bisschen deutlicher mitzuwerden, wo halt dieser Glauben in der römisch-katholischen Kirche drauf zurückgeht. Und wir werden einige Veröffentlichungen, die die römisch-katholische Kirche selbst dazu gemacht hat, uns anschauen. Review of Epistle of Dr. Gentanius Harvard of Louvain. Louvain, das ist Löwen hier in Belgien. Dieses Buch, das allgemein The Beehive of the Roman Church oder der Bienenstock der römischen Kirche genannt wird, enthält die lateinische Originalfassung des oben übersetzten Abschnitts, also den ich gerade vorgelesen hatte. Der betreffende Abschnitt befindet sich in wenigstens zwei römischen Messbüchern, die jedoch heute, und da spricht Alexander über 1850er Jahre, also wahrscheinlich kriegt man sie heute gar nicht mehr, die jedoch heute sehr selten sind, nämlich in einem 1506 in Wien gedruckten Blatt 75 Seite 2, mit dem das Zitat im Text verglichen und anhand dessen es überprüft wurde, und in einem 1522 in Venedig gedruckten. Diese Daten sind vor dem Beginn der Reformation anzusetzen. Die begann offiziell 1529, also das stimmt natürlich. Und es scheint, als ob dieser Textabschnitt aus späteren Ausgaben gestrichen wurde, da er ungeeignet war, dem prüfenden Blick standzuhalten, dem alles, was mit Religion zu tun hatte, infolge dieses großen Ereignisses unterworfen war. Die Zeremonie der Kerzensegnung, die zwar nicht im Pontificale Romanum in der Advocates Library von Edinburgh zu finden ist, findet man doch im Pontificale Romanum Venedig 1543 Seite 195 und im Pontificale Romanum Venedig 1572 Seite 183. In der Zeremonie der Kerzensegnung, wie sie im römischen Messbuch 1677 in Paris gedruckt auf den Seiten 181 und folgende steht, findet sich ein großes Lob auf die Biene, das der im Text zitierten Passage ähnelt. Die Einführung einer solchen außergewöhnlichen Formel in eine religiöse Zeremonie ist sehr alt und ist eindeutig auf eine italienische Quelle zurückzuführen, denn in den Werken des päpstlichen Erzbischofs Enodius, der im 6. Jahrhundert eine italienische Diözese innehatte, wird die Entsprechung dazu erwähnt.
So wird in einem Gebet bezüglich der Osterkerze ausdrücklich erklärt, dass der Grund für das Darbringen der Wachskerze der sei, dass durch die Bienen, die das Wachs herstellen, aus dem sie gemacht ist, Zitat, die Erde ein Bild davon hat, was dem Himmel eigen ist. Ende Zitat. Heißt in Latein, meretur habere terra quod coeli est. Und zwar im Hinblick gerade auf das Thema Zeugung, da die Bienen in der Lage sind, Zitat, durch das Verdienst von Kräutern ihre Jungen durch ihre Münder mit weniger Zeitvergeudung hervorzubringen, als alle anderen Lebewesen es auf dem gewöhnlichen Wege tun. Ende Zitat. Das Lateinische spare ich mir jetzt deswegen, das hier vorzulesen. Dieses Gebet enthält genau den Gedanken aus dem Gebet im Text oben, und es gibt nur eine Möglichkeit, die Herkunft einer solchen Vorstellung zu erklären. Sie muss aus einer chaldäischen Liturgie stammen. Und die Entdeckung dieses ersten Gliedes in der Beweiskette für diesen wichtigen Punkt, die nun glücklicherweise durch jemand anderen vervollständigt wurde, verdanke ich meinem Bruder, Herrn Hislop aus Blair Lodge, dessen eifrige und gründliche Nachforschungen in vielen anderen Punkten nicht wenig zu diesem Buch beigetragen haben. Schön, dass Alexander hier seinen Bruder erwähnt, auch sagt er seinen Vornamen nicht, er sagt Herr Hislop aus Blair Lodge, sehr freundlich, und zeigt natürlich auf, dass wenn jemand ein solches Buch schreibt, ein solch monumentales Werk, kann man das ja schon fast nennen, von Babylon nach Rom, dass man dann natürlich auch mit darauf angewiesen ist, auf die Hilfe von anderen. Schön, dass er sich da auf seinen Bruder berufen kann. Wir Christen berufen uns ja auch auf die Hilfe von unseren Brüdern oder unseren Schwestern, wenn wir solche Arbeiten machen. Ich möchte nur mal eben Andreas anholen, der sich ja freundlicherweise bereit erklärt hat, meine Zusammenfassung von Herrscher des Bösen zu übersetzen ins Deutsche und dem ich dafür sehr dankbar bin. Er hilft mir ja auch dafür, bestimmte Dinge rauszubringen, die ich sonst nicht mit euch auf die Art und Weise hätte teilen können. Also hier nochmal ein Dankeschön an Andreas, auch wenn er mit diesem Buch hier jetzt nichts zu tun hat. Aber die Zusammenarbeit unter uns Christen, um das wahre Wort Gottes rauszubringen, ist wichtig. Und im Grunde sagt Alexander hier ja gar nichts anderes. Er dankt hier seinem Bruder für seine Mitarbeit, dass er eben dieses Buch schreiben konnte. Jedenfalls mit dem, was wir gerade eben gelernt haben, wird hier ganz klar, dass mit dem Wort Gottes Christus gemeint ist. Und wie hätte die Einbildungskraft irgendeines Menschen sich je eine solche Parallele ausdenken können, wie sie in diesem Abschnitt enthalten ist, wenn nicht durch die Doppelbedeutung von Dabar als Biene und als Wort. In einem bereits zitierten katholischen Werk, dem Pancarpium Marianum, wird der Herr Jesus ausdrücklich Biene genannt. Unter dem Titel »Das Wonneparadies« bezieht sich der Autor auf Maria und sagt, Zitat, »In diesem Paradies weidete diese himmlische Biene, das heißt die fleischgewordene Weisheit. Hier fand sie jene tropfende Honigwabe, durch die die ganze Bitterkeit der verdorbenen Welt in Süßigkeit verwandelt wird.« Ende Zitat. Welch eine lästerliche Aussage! Der Herr Jesus empfinge alles, was zum Segen der Welt nötig ist, von seiner Mutter. Konnte dies je aus der Bibel stammen? Nein. Es muss aus der Quelle kommen, von der der Schreiber lernte, die, Zitat, fleischgewordene Weisheit, Ende Zitat, mit dem Namen Biene zu bezeichnen. Da die Doppelbedeutung, von der ein solcher auf den Herrn Jesus angewandter Name kommt, sich nur auf die babylonische Sprache gründet, zeigt dies, woher seine Theologie stammt, und beweist klar, dass dieses ganze Gebet zum Segnen der Wachskerzen aus einem babylonischen Gebetbuch entnommen sein muss. Wir erkennen nun sicher mit jedem Schritt immer besser, wie genau der göttliche Name auf die Frau auf den sieben Hügeln passt. Geheimnis: Babylon, die Große. Und ich schließe hier die Lesung für heute ab und behalte den Abschnitt 6, das Zeichen des Kreuzes. Das ist ziemlich intensiv für eine nächste Lesung von Babylon nach Rom vor. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und Zuschauen und auch das interessante Kommentieren. Manche Leute schreiben ja sehr interessante Kommentare, manche andere, da kann ich auch drauf verzichten.
Und wenn ihr selbst durch die Kommentare schaut, dann könnt ihr die ja selbst ausmachen. Die Trolle, die immer wieder mal kommen. Auf jeden Fall ein interessanter Teil, die Biene, die Kerze, wieder von mir eingeführt, die Maria-Anbetung durch diese Kapellen, die überall hier aufgestellt sind. Und macht euch mal die Mühe, wenn ihr rumgeht, bei euch zu Hause, bei euch in der Gegend, ob ihr da auch nicht von diesen Kapellen seht, die teilweise irgendwo in Nischen, in Straßenecken eingebaut sind, dass sie gar nicht auffallen, aber achtet da mal drauf, man sieht sie. Babylon ist überall. Also, Joggler 66 von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, sagt, Gott segne und beschütze euch auf all euren Wegen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.